nennen ihre Politik beim Namen und bezeichnen sie als das, was sie ist. Nationalistisch, patriarchal, autoritär und rassistisch. Und Scheiße! Das Rathaus. Wir sind hier und wir sind laut. Münster braucht keine AfD. Münster ist offen und vielfältig und das ist richtig so. Danke, dass ihr hier seid. Denn immer wieder, wenn die AfD hier in Münster versucht hat, in die Öffentlichkeit zu kommen, waren tausende Münsteranerinnen und Münsteraner zur Stelle, die deutlich gemacht haben, dass in Münster kein Platz für Rassisten und menschenverachtende Politik ist. Der Rechtsruck hat das Klima vergiftet. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa spüren wir ihn. Wir spüren ihn an den Wahlerfolgen der AfD, doch noch viel mehr an der Verschärfung der öffentlichen Debatte, an unverhohlener Hetze, an Panikmache, Hass und an der Verachtung demokratischer Kräfte. Auf alle gesellschaftlichen Probleme und Konflikte gibt er stets dieselbe rassistische Antwort. Eine gut geölte Propagandamaschine, die sich des Internets und der Privilegien von Bundestags- und Landtagsmandaten bedient, vergiftet das gesellschaftliche Klima und bedroht unser solidarisches Zusammenleben. In den nächsten 50 Jahren werden 250 Millionen bis zu 1 Milliarde Menschen auf der Flucht sein aufgrund der Folgen des Klimawandels. Das ist ungefähr jede 9. Person, die dann auf der Welt ist. Die AfD ist jetzt schon total überfordert und ich weiß nicht, wie sie dem Problem entgegentreten wird. Denn Abschottung wird in diesem Fall noch weniger die Lösung sein. Auch wir werden vom Klimawandel betroffen sein. Auch hier werden Naturkatastrophen immer wahrscheinlicher. Und auch hier werden die Meeresspiegel steigen. Der Integrationsrat war und ist ein verlässlicher Partner, wenn es darum geht, gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Rassismus zu sein. Und die AfD will Europa spalten. Sie ist Teil der rechten Bewegung, die in ganz Europa den Nationalstaat als die Lösung propagiert und für das als Lösung für politische Herausforderungen bewirbt. Dass Deutschland oder irgendein anderer europäischer Staat allein die heutigen Herausforderungen lösen soll, das ist nur eine gefährliche Illusion. Globale Aufgaben wie internationaler Handel, wie Klimaschutz, wie Flucht und Migration, das sind doch Herausforderungen und Aufgaben, die wir nur gemeinsam, nur solidarisch lösen werden. Alle sozialen Errungenschaften, die im überwiegenden Maße von Gewerkschaften durch Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern erstritten worden sind, teils in langen, langen Streiks. Ich denke nur an den 16-wöchigen Streik, der zur Folge hatte, dass es die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gibt. Alle diese Dinge stellt die AfD nicht nur auf den Prüfstand, sondern will sie auf den Müll werfen. Nicht nur den Mindestlohn, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, die Erwerbslosenversicherung, die tarifliche Mitbestimmung, nein, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, auch unsere demokratischen Wertevorstellungen, unser modernes Weltbild wollen sie wieder in die Steinzeit zurückführen und das werden wir nicht zulassen. Frau von Storch sagte explizit, Abtreibung ist kein Menschenrecht.
Recht. Und was rechtswidrig ist, darf nicht beworben werden. Im Parteiprogramm steht ausdrücklich, dass eine Gesetzeskorrektur betrüglich Abtreibung anzustreben sei, falls deren Zahl nicht sinke. Hier werden Frauen systematisch krank gemacht, ihnen werden Menschenrechte abgesprochen und ihre Selbstbestimmung eingeschränkt. Wir fordern daher kein Geld für überflüssige Studien zu einem angeblichen Post-Abortion-Syndrom, sondern unkomplizierte Hilfen für Frauen sowie die komplette Streichung des Paragraphen 218 und 219a aus dem Strafgesetzbuch. Es gibt Widerstand gegen die AfD, ja, und das ist gut. Aber frage ich euch, gibt es einen Aufschrei gegen die klammheimliche Militarisierung unserer Gesellschaft? Nein. Gibt es einen Aufschrei gegen das Neonetzwerk in der Bundeswehr oder gegen Nazi-Skandale in der Polizei, wie kürzlich in Hessen, als die Anwältin der NSU-Opfer angegangen wurde? Nein, es gibt keinen Aufschrei. Wir erleben zurzeit eine autoritäre Formierung des Staatsapparates hinter dem Rücken seiner Bürger und Bürgerinnen. Eine diffuse Bedrohungskulisse wird den Leuten untergeschoben, dass sie alles wie bedröhnt abwinken. Sei es die Bedrohung durch den IS angeblich im Inneren, sei es durch die Klimaaktivistinnen im Hambacher Forst, wie lächerlich ist das denn? Oder sei es durch die Ultras in unseren Stadien? Eine Partei, die gegen bestimmte Menschengruppen Stimmung macht, rassistische Äußerungen tätigt, Fakten verdreht, bewusst Demonstranten einschüchtert, sich nicht an das Recht hält und demokratische Prinzipien missachtet, hat es vor 75 Jahren schon einmal gegeben. Daher bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass heute so viele tausende Menschen hier sich auf dem Prinzipalmarkt versammelt haben und wir gemeinsam gegen die AfD demonstrieren. Die AfD ist keine bürgerliche Partei und sie ist auch keine demokratische Partei. Sie ist die Partei des Hasses, des Rassismus und der sozialen Ausgrenzung. Hetze gegen Geflüchtete, Hetze gegen Arme, Hetze gegen Menschen mit Behinderung, das ist das Programm der AfD. Und nennen ihre Politik beim Namen und bezeichnen sie als das, was sie ist. Nationalistisch, patriarchal, autoritär und rassistisch. Und Scheiße! Sehr gut, das sieht super aus. Aber trotzdem, Leute, Lautstärke, die AfD ist hier in der Stadt. Wir wollen sie hier definitiv nicht haben.